Lustig ist auch, dass ich ein Interview mit ihm gelesen habe, wo Sie sagen, Sie finden es furchtbar, wenn diese jungen Fußballer heute so viel Show machen, wenn sie mal ganz leicht gefoult werden. Das war doch kein leichtes Foul, das tut heute noch weh. Das sieht man doch, das war ja Körperverletzung. Und wie ist das geahndet worden? Wissen Sie das noch ungefähr? Ich glaube, der Spieler wurde 12 Jahre gesperrt. Ja, ja. Keine Ahnung. Sie haben zusammen mit einem Kollegen, keinem Fußballerkollege, sondern einem Journalistenkollegen, ein Buch geschrieben. Und Autoren oder Schriftsteller, die Bücher schreiben, haben ja so Rituale. Also Charlotte Link, die fängt jeden Morgen um 10 an, die braucht ihren Tee. Ildiko von Kürti braucht die Bibliothek der Uni in Hamburg. Was war denn so Ihr Ritual, um Ruhe zu finden, um dieses Buch zu schreiben? Ja, erstmal schlafen. Lange schlafen. Und immer wenn ich, weil ich ja in Deutschland alles mit dem Auto fahre, ich fliege ja sehr ungern, habe ich dann telefoniert, ja, aus dem Auto heraus und habe dann währenddessen ich zu meinen Terminen gefahren bin, habe ich dann noch das Buch nebenbei geschrieben. Also Sie haben dem Kollegen sozusagen die schönsten Geschichten aus Ihrem Leben erzählt? Auch, ja, klar. Ja. Ja. Haben Sie es denn, als es fertig war, gelesen? Nee. Bis heute nicht gelesen? Ich lese ja keine Bücher, das ist ja mein Problem. Okay. Das ist auch kein Witz. Also Sie haben noch nie in Ihrem Leben ein Buch gelesen? Das letzte in der Schule. Also ich grundsätzlich lese keine Bücher, weil ich habe mal eines angefangen. Ich glaube, nach der 12. Seite habe ich gesagt, so, das war's mit Buchlesen, weil es langweilig war. Es gibt bestimmt auch spannende Bücher, also... Deins. Hat man mir gesagt. Hat man mir gesagt. Also, das müssen wir natürlich Mario Basler sagen, ob es das Buch gut ist oder nicht, weil er es ja selber nicht gelesen hat. Aber es ist jetzt schon erfolgreich. Nämlich Spiegel-Bestsellerliste, Paperback, nächste Woche Platz 7. Wussten Sie das? Habe ich heute erfahren. Also, und? Ich wusste es nicht und wurde ja heute vor der Sendung darauf angesprochen, dass sei als Geisen herzlichen Glückwunsch, dass ich habe gar keinen Geburtstag. Nein, wegen Buch. Und dann sage ich, ja, Platz 17, wenn das rauskommt nach 2 Tagen, ist er erstmal nicht so schlecht. Nee, ja. Er sagt, Platz 7 ist ja auch nicht so schlecht. Was haben Sie denn, Wolfgang, für ein Ritual gehabt, um dieses dicke Buch zu schreiben, über das wir später noch reden werden? Also ich wusste ganz genau, ich habe eine bestimmte Lebenszeit dafür übrig und ich habe mir ein Jahr gegeben und ich habe es in einem Jahr geschafft. Allerdings habe ich an den verschiedensten Orten geschrieben. Der schlimmste Ort war ein Hotel, das hatte so eine komische Kommode, wie so ältere Damen oder ganz alte Leute es haben, so in dunklem Holz und ich saß auf einem englisch-leinenbezogenen Wäschepuff und schrieb, und die Klappe von dem Kommode ging immer weiter runter. Und daher kniete ich vor den Blättern, bis ich feststellte, ich kann auch gleich auf dem Boden schreiben. Also wie gesagt, ich habe 6000 Seiten mit der Hand geschrieben und da war es ziemlich egal. Ja. Wo? Schön. Was war... Jo. Gab es irgendwas, was Ihnen besonders am Herzen lag, wo Sie sagten, diese Geschichte muss unbedingt rein? Wenn keine andere reinkommt, die muss rein. Naja, es gibt ja relativ wenig Geschichten aus meiner Fußballerzeit. Ich meine, ich war ja sehr vorbildlich. Auch ein guter Witz, ja. Und, also man musste bei diesem Buch auch 200 Seiten wegnehmen. Das war dann letztendlich doch zu groß und zu viel. Aber es ist ja immer wieder, wenn du dann irgendwann mal beim FC Bayern spielst und wirst dann beurlaubt zu Unrecht, dann musst du natürlich diese Geschichte, egal wo du hinkommst, wird diese Geschichte immer wieder nachgefragt und du musst sie immer wieder erklären. Und es war natürlich für mich erstmal sehr wichtig, dass diese Geschichte auch so ein bisschen mit drin ist. Aber die allerwichtigste Geschichte ist natürlich von 99 mit dem Champions League Endspiel, das wir innerhalb von 3 Minuten in Barcelona verloren hatten, genau. Ja. Wo Sie das erste Tor geschossen haben. Ja, aber leider zu wenig. Ja, also machen Sie das, lieber Mario, an einer Tatsache fest.
ein super Typ zu sein. Nein, das... So heißt das Buch, muss man sagen. Das, so heißt das, ich muss es nur erklären für die Zuschauer, die es noch nicht gelesen haben. Ach so, ja. Das Buch das heißt, eigentlich bin ich ein super Typ. Eigentlich, genau. Also, wir müssen selbstironisch. Nein. Aber also den Titel kanntest du, oder? Es gibt ja immer so, also sehr meine. Da gab es ja auch Gegenfragen, wollte ich mal sagen. Ich meine, Sie haben sich ja selbst als Supertyp bezeichnet. Nein, das habe ich nicht. Da gab es keinen, der da reingequatscht hat, mal zwischen. Nein, weil jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich ein Supertyp bin. Und bescheiden. Aber fragt doch mal und er redet ja auch nicht so viel. Nee. Nein, aber die entscheidende Frage ist ja das eigentlich, ne? Warum man. Ich hätte ja auch sagen können, ich bin ein Supertyp. Ja. Das hätte aber unbescheiden gesagt. Nein, ich bin ja auch sehr bescheiden, ne, in manchen Dingen. Und bin ja immer in meinem ganzen Leben, oder sollte auch jeder sein, wenn er etwas macht, soll er überzeugt davon sein. Mhm. Ich bin ja überzeugt davon, dass ich zu meiner Zeit der beste Fußballer war. Mit Abstand. Auf Ihrer Position oder von allen? Von allen. Von allen. Von allen. Und jetzt ist Giovanni, er sagt immerhin in seiner Zeit. Es gibt Leute, die sagen vorher, danach und für alle Zeiten der Beste. Ja, aber die sind gut, das wollte ich jetzt nicht so sagen, geendet. Aber das habe ich auch schon gehört. Nein, und jeder, der mich erkennt, ich meine, du lernst ja im Laufe der Jahre, lernst ja auch mal einen Menschen näher kennen, wenn du länger mit dem unterwegs bist. Mhm. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch anders sein kann. Also ich normalerweise kannst du mich Tag und Nacht anrufen. Ich bin immer für dich da und deswegen ja erstmal das eigentlich, weil die Leute nutzen manche Dinge natürlich auch sehr gerne aus. Und wenn ich das merke, dann kriegt er das eigentlich zu spüren. Da Sie das Buch ja nicht gelesen haben, erzähle ich Ihnen ein bisschen, was so drinsteht. Also was meine Lieblingsgeschichten sind. Ich war zum Beispiel, das zieht sich eigentlich durch das ganze Buch. Sie haben selten Leute verpfiffen. Also Sie waren auf Ihre Freundschaft und Kameradschaft konnte man sich verlassen. Genau. Und Sie haben auch mal völlig zu Unrecht eine hohe Geldstrafe. Auch mehrere. Na gut, dann erzähle ich die andere Geschichte. Sie sind mal, sind erpresst worden von jemandem und haben 17.000 Mark hingelegt, obwohl sie unschuldig waren. Warum? Ja, weil ich einen Mitspieler von mir schützen... Beim Bayern, muss man sagen? Beim FC Bayern, genau. Einer, der selten zum Einsatz kam, er war nämlich Ersatztorwart. Ist aber 8-mal deutscher Meister geworden. Genau. Und der hat mit diesem jungen Mann, eigentlich ging die Geschichte ja um mich, ne? Ich wurde von einem jungen Mann beschimpft, zur späteren Stunde. Und bin aber, wie ich mich normalerweise nicht kenne, bin ich manchmal sehr aufbrausend. War aber an diesem Abend, warum auch immer, sehr ruhig geblieben. Sie waren ruhig geblieben. Ich war ruhig geblieben und mein Kollege, würde ich mal so sagen, hat ein bisschen die Nerven verloren. Dem ging das auf die Nerven und ging dann hinten raus durch die Hintertür und hat dann eine Auseinandersetzung mit dem jungen Mann gehabt. Und der nächste Tag wurde dann angerufen bei mir oder im Reha-Zentrum. Ich war zu dem Zeitpunkt im Reha-Zentrum und hat dann gesagt, was ich freiwillig bezahle, bevor es eine Presse gibt. Dann sagen mir, ist es scheißegal, du kannst es der Presse geben, ich habe ja nichts gemacht. So, und habe aufgelegt und er hat immer wieder permanent angerufen. Und dann habe ich dann irgendwann mal zu ihm gesagt, du brauchst ihn anzurufen, es gibt bei mir nichts. Mach, was du willst. Und habe natürlich aber auch im Hinterkopf immer wieder gehabt, naja, was passiert denn, wenn der wirklich bei der Presse anruft? Es könnte ja sein, dass er irgendeine Geschichte erfindet. Ruf meinen Rechtsanwalt an und sag, du Wolfgang, da ist das und das ist vorgefallen. Er sagt immer, alles gut, du hast ja nichts gemacht. Sag ich, nee, 0,0. Dann sagt er, dann kann auch nichts passieren. Leg auf, der ruft wieder an, der junge Mann. Ich sag, du, geh an die Presse, ich habe nichts gemacht, mach, was du willst. Leg auf, mein Anwalt ruft mich in der Zwischenzeit wieder an und sagt zu mir, Mario, wir müssen noch ein bisschen vorsichtig sein, weil dein Kollege, der war zu dem Zeitpunkt, war der vorbestraft, wenn der andere Typ natürlich jemand bringt, und sagt, er hat einen Zeuge, der hat mich geschlagen, dann könnte es natürlich sein, durch die Vorbestraftheit, dass da was Schlimmeres passieren könnte. Man muss dazu sagen, dieser andere Kollege, Name steht im Bekannt, Sven Scheuer,
der hatte dem nervigen jungen Mann eine Ohrfeige gegeben, zu Recht. Eine relativ kräftige Ohrfeige gegeben. Ja, der hat ja so Hände gehabt, der musste nur einmal hinlangen. Ja, ne? Als Torwart, genau. Als Torwart, genau. Und, so, und wie gesagt, dann habe ich natürlich ein bisschen mit der Angst bekommen, weil man in der damaligen Zeit wusste ja nie, was passiert. Dann hat der junge Mann wieder angerufen und er sagt, was willst du denn haben? Und dann sagt er, 17.000 Mark. Wie auf 17.000 gekommen ist, weiß ich nicht. Der hätte auch 25 sagen können, hätte er wahrscheinlich auch gekriegt. Aber dann habe ich mich einen Tag später mit ihm getroffen und habe ihm dann das Geld übergeben, um natürlich, wie gesagt, meinen Kollegen zu schützen. Trotz allem dem hat er den nächsten Tag trotzdem der Presse alles gesteckt, musste dann auch beim FC Bayern antanzen. Sven und ich haben dann die Geschichte vom kompletten Präsidium beim FC Bayern nochmal dargelegt, wie sie wirklich war. Sven hat jetzt auch so alles bestätigt und man hat mich dann den nächsten Tag trotzdem suspendiert, weil ich keine 50.000 D-Mark Geldstrafe bezahlen wollte. Sie hatten beide diese Strafe bekommen von jeweils 50.000 und da haben Sie gesagt, nein. Nein, ich habe gesagt, dieses Detail fehlt dem Buch. Gut, dass wir darüber sprechen. Ja, ich habe ja, wie gesagt, ich habe beim FC Bayern, ich glaube so, ja, oder insgesamt in meiner Karriere so 300.000 D-Mark Geldstrafe gekriegt. Ja. Die habe ich auch bezahlt und ich hätte die 50.000 auch bezahlen können. Aber da ich ein Gerechtigkeitsfanatiker bin und ich nichts gemacht habe, war natürlich das Risiko groß, dass ich suspendiert werde. Hätte es mir einfach machen können. Aber habe gedacht, nein, dann, ich habe nichts getan. Aber jetzt haben wir aufgeklärt, warum Sie damals bei Bayern suspendiert wurden. Und habe mich aber im Nachhinein geärgert, dass ich ihm keine Ohrfeige, weil für 8.500 darf man ja auch mal eine Ohrfeige verteilen. Vielleicht erzählen Sie uns noch eine lustigere Geschichte. Und zwar, als Sie hier in Bremen im Taxi saßen und merkten, dass jemand anders auch unterwegs war. Mögen Sie uns das, einen Mitspieler von Ihnen, wieder allerdings beim anderen Verein, nämlich bei Werder. Ja, das war eine sehr kuriose Situation. Ich bin an einem Abend unterwegs gewesen, war ich ja nicht so oft vor und nach den Spielen. und in dieser späten Stunde dann irgendwann einmal, weil ich vielleicht auch ein bisschen zu viel getrunken hatte, wollte ich dann nach Hause, war müde. Und sitze in einem Taxi drin, bin auf dem Heimweg. Und kurioserweise saß noch mal ein Mario Basler in einem anderen Taxi auf dem Weg ins Bordell. Also der Taxifahrer hat... Das haben Sie über Funk gehört? Naja, der hat über Funk dann durchgesagt, ich habe gerade Mario Basler in ein Bordell gefahren. Ich gucke den Taxifahrer an, sage, das können... Also Zwillingsbruder habe ich keinen. Was sagst du? Das sagt er, sehr kurios. Dann hat er auch durchgesprochen, kann gar nicht sein, der sitzt bei mir im Taxi, ich fahre gerade nach Oberneuland nach Hause. Wusste dann aber auch im Nachhinein, wer es war. Aber auch nicht schlimm, weil kann ja auf meinen Namen ein Bordell gehen. Er hat ja bezahlt selbst. Und auch den Namen haben Sie verraten. Was wir aber gerne noch wissen wollen, ist, ob Sie damals auch dafür eine Strafe zahlen mussten. Ich hatte auch bei Werder Bremen die eine oder andere Geldstrafe, ja. Aber an diesem besagten Tag nicht. Okay. Ich konnte es erklären, dass es nicht war. Wir hatten ja auch Ausgang. Wir mussten ja dann 2 Tage später nicht spielen, sondern erst 3 Tage später hatten wir erst wieder ein Champions League Spiel und deswegen durfte ich da samstags abends auch weggehen. Wir haben jetzt öfter schon Ex-Kollegen von Ihnen hier zu Gast gehabt, die von den alten Zeiten erzählt haben und auch erzählt haben, wie Sie trainiert haben und wie Sie sich vor allen Dingen ernährt haben. Ich? Nein, was Kollegen von Ihnen. Dass Sie vor dem Spiel noch eine Bratwurst gegessen haben, dass man Ihnen gesagt hat, beim Training lieber nicht trinken, weil sonst schwitzt du unnütz. Also, Leute, dieser ganze Gesundheits- und Ernährungskult, der jetzt um Spieler gemacht wird, glauben Sie, dass das was bringt für Spielen? Naja, wenn man dran glaubt, dann schon, wahrscheinlich. Ne? Ich meine, das ist ja... Bier zum Frühstück habe ich schon gehört. Nein, mein Frühstück war immer so, ich bin aufgestanden, wir wurden um 8 Uhr geweckt, 8:30 war frühstücken. Ich bin runtergegangen, eine Tasse Kaffee getrunken, bin hoch aufs Zimmer, eine rauchen. Ohne ich dachte jetzt, dass das Rauchen zuerst kommt. Nein, nein, oft ist es auch passiert, dass ich erst mal eine geraucht habe, dass ich wach werde. Aber die anderen haben alle schön Müsli gegessen und waren nach einer Viertelstunde haben sie eine Zerrung geholt. Ich habe nie eine Zerrung gehabt. Also ganz ehrlich, das ist nicht so.
ich glaube noch mal, ich habe halt mein Leben so gelebt, wie ich es wollte. Ich wollte mich nicht in eine Schublade pressen lassen. Ich wollte nicht da rein, weil ich Fußballprofi bin. Es gibt doch mehrere Raucher und Säufer. Genau. Aber meinst du nicht, dass es ein bisschen war, dass du beweisen wolltest, dass du die Wilde sein könntest und auch der Spieler sein? Ich meine, wenn ich denke an Georgie Best, der vom Club zum Spiel gelaufen ist, halt irgendwie so vom Pack, gerade, ne? Gerade nüchtern halt irgendwie so und so wie ein Gott gespielt hat und alle gedacht hat, wie schaffst du das? Ja, natürlich. Ich habe natürlich mit dem, was ich in meiner Karriere gemacht habe, habe ich natürlich die ganze Welt provoziert. Ja. Ist ja klar, jeder Journalist, ob das in Bremen war, ob das bei Bayern war, Bayern vielleicht noch viel extremer, hat natürlich gelauert, ist ja klar. Die wussten ja alle, das wusste ja jeder, wann ich unterwegs war. Also ich war ja fast jeden Tag unterwegs. So, die anderen haben trainiert, ich war halt unterwegs und habe geguckt, dass in der Stadt alles in Ordnung ist. Die Gastronomen müssen ja auch leben. Aber was war das der Motivation für dich? Weil die natürlich alle sehr gerne dich gesehen, als du hingefallen hättest und nicht geliefert. Na, er war klar, relativ selten verletzt. Das wollte ich ja sagen. Ich habe das natürlich gewusst. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich samstags schlecht spiele, dann gibt es natürlich richtig auf die Fresse. Ja. Aber ich habe 262 Bundesligaspiele gemacht. Ich bin ja erst mit 24 in die Bundesliga gekommen. Darf man ja auch nicht vergessen. Heute spielen sie mit 17, 18 in der Bundesliga. So, ich habe von den 262 Bundesligaspielen 261 überragende Spiele gemacht. Und bei einem habe ich ein bisschen Fieber gehabt, da konnte ich nicht so gut. So. Frage zu beantworten. Natürlich, ich habe mich selbst dadurch, glaube ich, auch ein bisschen unter Druck gesetzt und auch selbst damit motiviert, weil ich wusste, was passiert, wenn du mal richtig schlecht spielst. Ja. So, und wenn Sie mehr wissen wollen über Mario Basler, dann müssen Sie sein Buch jetzt lesen oder es ihm selbst vorlesen, damit er weiß, was alles drinsteht. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.